Moin Leute, willkommen zu neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben die Bücher, damit wir die Bücher zurückbringen. Ich hatte gerade schon gestartet, da kam Wolf an direkt. Den ich nochmal geklappt habe außer der Aufnahme. Weil der direkt neben uns gespawnt ist. Und da ist die Gilmar-Ruine noch. Und Richtung. Noch relativ weit weg von der Akademie von Kostel. Marker setzen. Ah, die Richtung. Wäre sogar billiger, wenn wir dann eigentlich fast schon über den Bergpass gehen, aber ich weiß nicht, wo wir da runterkommen. Deswegen würde ich einmal den Berg hier umlaufen. Alter. Ja, also wir kommen immer hoch. Oben. Witze. Komm, Lydia. Was? Was? Okay. Das ist auch gewohnt, das klappt nicht. So, aus dem Weg, Leute. Hä? Das Ding ist wieder aufgebaut wie das Ding im Weißlauf. Der bei Weißlauf. Okay, kein Loot für uns. Oh, Elfenpfeile. Ach, eine.
Okay. So. Es ist es. Das ist das Ding bei Weitlauf. Hallo. Oh, Grafikkarte sogar. Dann respawn die Trame an der gewissen Zeit. Das ist. Oh nein. Das ist Nordruine. Aber dann respawnt auch der Loot innerhalb der Truhe. Ich hoffe halt die Grafikkarte mit drin. Ich meine, Grafikkarte hat einen Lagerschaden. Und ich könnte dann die austauschen. Und deswegen ist die Karte lager. Wieso ist uns die Benotung gar nicht aufgefallen? Beim ersten Maligen Langreiten. Kühne, habt ihr mich erschreckt? Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum, also passt auf euch auf. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel, was er mit meinen Toten... Val Sveran. Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm. Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Er ist da rein, um unsere Familiengruft zu schänden. Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen-Totenbeschwörungen missbrauchen. Meine Tante ist ihm hineingefolgt, aber sie ist nicht wieder rausgekommen und ich glaube nicht, dass ich allein mit ihm fertig werde. Großartig. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drin. Dann könnt ihr vorausgehen. Ja, jetzt haben wir doch einen Begleiter. Optional. Wir sollten Wals werden. Der ist nicht drin. Gold. Gold. Bis dann. Wo geht's jetzt genau lang? Hier geht's weiter runter, dann würde ich einfach sagen, gehen wir hier oben rein. Alles ist möglich? Ah, ja. Familie. Na gut, ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, solange ihr mir helft, wahllos zu werden. Sorry.
Nein. Tante Agner. Talos. Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen rein? Er hat die Tür verriegelt. Nur die Götter wissen, was er da drinnen mit den Leichen meiner Ahnen anstellt. Agner hat mir einmal erzählt, dass es weiter hinten einen geheimen Raum gibt, wo in Ungnade gefallene Mitglieder der Familie begraben wurden. Vielleicht kommen wir so in die Hauptkammer. Okay. Okay, da war echt viel los. Alter, nee, ne? Brauchen wir Dietrich hier. Autsch. Okay, wir haben das Gitter. Wir haben das Gitter geprügelt. Das ist verrückt. Zurecht. Hat. Okay. Ja, hat. Das sieht aus wie die Ecke, von der Agner mir erzählt hat. Sie sagte, der Bär würde den Weg weisen. Ihr habt den Gang gefunden. Er führt durch den Sarkophag. Mir gefällt das nicht. Aber wir beeilen uns besser. Diese Tür müsste zur Hauptgrabkammer führen, wo Wahl sich verkrochen hat. Gehen wir rein und bereiten der ganzen Geschichte ein Ende. Ja. Die Toten sollten den Lebenden
Wurfengarde und euch gleich mit. So. Ich eben jetzt schreit, Axt, baller halt übelst. Dass ihr mich mit Wals dort. Bitte. Nein. Was hast du gesagt? Wie geht es denn hier? Wo sind die beiden hingeflogen? Ah, da. Die habe ich ja nicht geflogen. Nee, nee, nicht geflogen. Ich brauche keinen Wildstein mehr. Nur kein Plan. Bin weit. Habe ich schon. Habe ich. Was meinst du mit dir? Ich habe zwar zu tun, aber nur zu. Alles, was in meiner Macht steht, damit meine Familie wieder in Frieden ruhen kann. Und danach? Ich werde wohl noch hier bleiben. Auf dem Heerweg habe ich gutes Jagdwild gesehen. Und ich würde gerne eine Zeit lang in der Nähe bleiben. Okay. Danke nochmals für eure Hilfe. Ein Ding. Geh mal weiter. Ah, ja. Ja. Ah, ich hätte behauptet, ich bin auch ein Wort der Macht gegen A, aber. Das wird er uns hingelassen. Also, seid echt was für mich. Wie viel Geld haben wir denn? 33.000, Alter. Yo. Ist einfach reich. So. Jetzt sollten wir uns weiter wieder auf unsere Dings konzentrieren. Wieder Richtung Dings zu gehen, weiter Richtung Winterfeste. Wobei wir vielleicht einen kleinen Abstecher Richtung Dunkelwasserkreuz machen könnten. Obwohl ich das vielleicht auch wenn wir das vielleicht später machen können. Weil ich erstmal Richtung Akademie will, weil das ist doch nicht gerade so auf unserem Weg. Obwohl es ist schön in der Nähe. Ach komm. Jetzt einfach schnell hier lang. Hoffen, dass keine Wachen respawnt sind. Dunkelwasserkreuz, weil es gehört ja zu Ostmarsch. Also zu Ostmarsch war ja Windhelm. Wir haben, ich weiß nicht, 4000 Gold Topgeld im Windhelm. Also Windhelm sieht nicht gut aus für uns.
Ist wohl weggelaufen. Wo immer die Daedra sich verstecken, er ist der Gott der Gnade. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Ort und alle anderen ab. Aber die Daedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Dann, viel Erfolg euch bei der Jagd. Hallo. Wartet, ich kenne euch doch. Nein. In den Dunkelwasserkreuz. Ah, die schöne Mine. Früher hatten wir Anneke bei der Mine. Es ist schade, dass unsere Tochter die Reise nicht selbst antreten konnte. Aber wenigstens denkt sie noch an uns. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr es ihr für uns zurückbringen könntet. So gut. Okay. Ab ins Gebiet von Repton. Wozu die Eile? Ja, haben wir auch. Oh no. Wait, 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 was die Maske bringt? Ah, der Startverzögerung hat's gemacht. Das hätte aber vielleicht 100 Screenshots gemacht. Wo waren die denn? Torfsteine. Okay, das wären ein... Ich würde mal behaupten, ein geringfügiger Umweg. Vor allem, weil hier auch irgendwo noch ein Drache war. Und da haben wir eh noch die... eine weitere Quest. Das heißt, wir hätten erstmal nichts. Da würde es noch zu einer Höhle gehen, die wir vielleicht auch noch auf dem Weg abklappern könnten. Wir haben hier Eze. Hallo. So oben irgendwo, da kommen wir nicht hin. Egal, laufen wir hier lang. Ich glaube, hier sind wir bislang noch nichts angeritten.
Aber gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, bitte gefallen, wenn ihr mir Werbung vergesst, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.